Wiedersehen, grüß schön. Und ich stehe jetzt hier. Oh, da brennt was. Was machst du da unten? Willst du mich hauen? Du brennst aber. Tja, ich würde mal sagen, le Pistole in der Hand und dann nochmal hier durch. Irgendwie im Keller konnte ich verarschen. Ich bin happy, ich freue mich wirklich. Ist toll hier. Kannst du bitte einfach sterben? Okay. Brennt es unter mir? Nee. Dann fallen. Komme ich hier hin? Nee, da will ich nicht hin. Das ist doof. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hunger. Ja, die andere suchen, ja, sehr schön. Ihr macht das schon, ihr zwei. Oh, Mann! Junge! Jetzt kommt die große Frage, kann ich den trinken? Nein, kann ich nicht trinken. Nein, geh weg da. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Hör auf zu brennen. Jetzt. Ach, lass es doch bleiben. Ich nehme wieder meine Schrotflinte. Finde ich cool. Besessenheit, ja. Au. Geh doch weg, Mann. Muss ich den hier verbrennen, oder wie? Ist nicht die Eingangshalle? Oh. Ja, ich kenne mich hier wieder wunderbar aus. Oh, nee, hier ist nicht die Eingangshalle. Huch, huch! Schön. Wir sind gleich mal so richtig im Arsch. Gehst du bitte von mir weg? Danke. Sehr nett. Dann würde ich sagen, Ahnenblut, normales Blut, Aristokratenblut. Ah, ich probiere mal das tolle Blut hier. Guck mal, ob das richtig knallt. Halt das? Oh, oh, boah, das halt voll. Ist nicht wahr. Ich habe keinen Bock, dass die hier... Ja doch, wo komme ich denn hier hin? Oh, was habe ich wieder eine Ahnung, wo ich bin? Das ist so Hammer. Treppe rauf. Ja, Treppe rauf wird mich natürlich weiterbringen. Aha. Hier war ich aber noch gar nicht, fällt mir auf. Kämpf, mein Kleiner. Bats. Ist weg. Ah, hier oben ist der eine doch. Entfloy. Ja, komm. Was denn? Oh. Double Kill. So, die letzten 5 Schuss. Sparsam ist definitiv nicht mein zweiter Vorname. Wäre auch ein bisschen komisch. Aber naja, was soll's. Denk nicht mal dran. Ah, schön, schön. Gib ihm, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich, krieg gleich einen Keks. Ah, Freiheit. Tja, schade. Wäre ich ja irgendwie gerne eingezogen, aber naja, was soll's. Vampire sind gegenüber Schüssen außerordentlich resistent. Pff. Dankeschön, super. Genau den Tipp brauche ich auch, nachdem ich bei diesem eindämlichen Dingenskirchen war. Pestträger.
Mutanten-Ding. Also Klingenwaffen. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche definitiv ein Schwert. Ich möchte jetzt ein Schwert haben. Wir sollten dem Prinzen Bescheid sagen. Jo, rein da. Erzählen wir ihm wieder Dinge, die er nicht hören möchte. Dann kriegen wir garantiert wieder eine neue Mission, wo wir für ihn irgendwelchen Mist machen dürfen. Ist ein Aufzug offen? Nö, natürlich nicht. Also erst wieder mit Dickerchen reden. Ja, ha, lustig. Ja, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Ja, ja. Er soll nicht so viel ans Essen denken, der Vogel. Ach so, Knopf drücken. Jo, Prinz plus Sheriff. Das ist doch wieder mal ein schöner Anblick hier. Kann ich den Brieföffner? Kann ich den klauen? Schade. The Primogen still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you are not supposed to come back until we had heard from him. Ja. Dummer Affe. Wenn die Erstgeborenen von Grout hören wollen, sagen sie ihnen, sie sollen eine Seance abhalten. Grout's dead. What? Gut erkannt, Knirps. Jo, wer ist Bach? Er hat versucht, mich zu verbrennen. Ja, ups, und nebenbei hasst er sie auch noch abgrundtief. Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Ja, warum geht er nicht einfach in diesen Turm, wo ganz groß sein Name in der Eingangshalle ist? Mit Leuchtbuchstaben. Schwer zu finden, aber naja, okay. Ja, Bach wusste nicht, dass Grout tot war. Tja. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? Ja, ich hätte da ja so eine Vermutung, aber ich möchte den aber nicht verpfeifen. Ja, wenn sie mich ausreden lassen würden. Let you finish. With whom do you presume you're speaking? Tja, jetzt muss ich ihn doch verpfeifen, ist er ja nicht. Ja, ich wollte gerade hinzufügen, dass ich Nines dort gesehen habe. Ne? Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences. Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Alter, gehst du mir auf den Keks. Warum sagen Sie es mir nicht, Captain? Dramatisch. Schön. I'm glad you find this so amusing. I don't. And do you know why? It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. This also is very important, so I need to call upon your skill once more. The Ankaran sarcophagus was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. I would like you to bring it back here, for safekeeping. Ja. Gerne, vielleicht könnt ihr jetzt am Sarkophag rumfummeln. Das wäre doch interessant. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht mal, warum ich eigentlich Grout gesucht habe. Ich bin es leid, den Botenjungen für sie zu spielen. Jetzt wären wir aufmüpfig hier.
I have methodically calculated a solution to each dilemma thrust upon our community, and I don't have the time to paint your tiny mind its place in the big picture for each and every instance. So either serve your function, or get out of my sight. Ja, ich würde ja gerne wissen, was passiert, wenn ich 2 oder 3 sage. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe und was ich dann nochmal alles hier erledigen müsste. Ach, was soll's. Stecken Sie sich die Kamarilla, den Sarkophag und Ihren Gorilla in den Arsch. Auf Wiedersehen. Der wird auf mich losgehen, ich sehe schon kommen. Show him out. Ach, das war's? Haben wir einfach raus... Ja. Schön. Den Auftrag habe ich trotzdem. Toll. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Last Round. Mal da ein bisschen petzen, was der Prinz so alles macht. Petzen, dass wir gepetzt haben. Was die natürlich wahrscheinlich wieder sehr gerne hören werden. Dann habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich grundsätzlich alles falsch mache, was ich auch nur falsch machen kann. Als erstes fahre ich zurück zu Mercurio, weil ich brauche Munition. Oh, Museum, schön. Ich brauche ganz dringend Munition. Meine Schrotflinte ist nämlich schon wieder alle und die ist toll. Vielleicht hat er jetzt auch endlich die anderen Sachen bekommen. So, von wegen taktischer Sprengkopf. Fände ich toll. Obwohl er den ja nicht besorgen wollte, aber naja. Und du hör auf zu blinken. Ich denke, jedes Mal steht die Polizei. Es macht mich nervös. Sodele. Hi. Went downtown to get my fix. When I went up to the top of the tower, I could hear LaCroix shouting from down the hall. Seems pretty disturbed about the sarcophagus business. But I'm not wrapped up in it. Ja, das kannst du vom Glück sagen. Möchtest du mir jetzt vielleicht irgendwas andrehen? Paar Sachen. Scheint hat der... Was haben wir denn ja? Munition voll. Nur noch 101 Schuss. Oh, das finde ich ein bisschen mager. Warum ist das rot? Egal. 12 Schrotflinte. 21. Ja, dann... mir ist das gerade oben voll verbuggt, weil ich sehe gar nicht, wie viel ich habe. Aber egal, wir kaufen. Oh, zu teuer. Jetzt gehen wir mal unseren Ghoul fragen, nach Geld anpumpen. Die hat ja gesagt, sie kann uns Geld klar machen. Aber letztes Mal Blut, jetzt Geld. Ne, vielleicht erst Geld und dann Blut, weil ich habe gesehen, uns fehlt wieder ein bisschen. Man muss ja vorbereitet sein. Ich könnte auch mal eben... Ach nee, besser nicht auf der Straße Schrotflinte durchladen. Das könnte ja mal wieder jemand falsch verstehen. Und deswegen in Seitengasse. Ach, die ist geladen. Na, dann habe ich nichts gesagt. Messerchen.